Es ist ihr 8. Besuch in der Ukraine seit Kriegsbeginn. Nun setzt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor dem 3. Kriegswinter ein Signal der Solidarität. Sie sichert der Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die Infrastruktur zusätzliche Winterhilfe in Höhe von 200 Millionen Euro zu. Mit dem Geld soll die humanitäre Soforthilfe des Auswärtigen Amtes aufgestockt werden, damit unter anderem auch frontnahe Häuser ohne Energieversorgung Brennstoff erhalten. Auch Winterkleidung und Isolierungen sollen zur Verfügung gestellt werden. Die deutsche Förderung aus Mitteln der humanitären Hilfe, etwa auch für humanitäres Minenräumen, liegt im laufenden Jahr mit den weiteren 200 Millionen Euro nun bei insgesamt 390 Millionen Euro.